Johnny Depp plus Amber Heard, so geht ihnen ein Jahr nach dem Prozess. Vor genau einem Jahr begann im US-Bundesstaat Virginia der aufsehenerregende Verleumdungsprozess zwischen Johnny Depp, 59, und Amber Heard, 36. Am 1. Juni vergangenen Jahres kam die Jury im Fairfax County zu ihrem Urteil und gab Depp weitestgehend recht. Endgültig beigelegt wurde der Rechtsstreit dann Ende 2022, als Heard zustimmte. Im Zuge eines Vergleichs die Summe von 1 Million US-Dollar, umgerechnet rund 915.000 Euro, an ihren Ex-Ehemann zu bezahlen. Dem US-Magazin People gegenüber haben nun einige namentlich nicht genannte Insider, die den Ex-Eheleuten nahestehen sollen, verraten, wie es den Stars seit dem Ende des sechswöchigen Gerichtsverfahrens ergangen ist. Demnach habe es Amber Heard nach dem Urteilsspruch nicht erwarten können, mit ihrer Tochter die USA zu verlassen. Una Page, die Tochter der Schauspielerin, ist zu Beginn dieses Monats 2 Jahre alt geworden. Seitdem soll Heard in Spanien leben, wo sie mehr Privatsphäre erhalte. Der Prozess sei für die heute 36-Jährige mehr als anstrengend gewesen, sodass sie sich dem Insider zufolge einfach nach einem neuen Start außerhalb der USA gesehnt habe. Zudem sei Heard aufgeregt darüber, wieder zu arbeiten und vor der Kamera zu stehen. An den Gefühlen der Schauspielerin bezüglich des Ausgangs des Verleumdungsprozesses habe sich indes in der Zwischenzeit nichts geändert. Sie war erschöpft und enttäuscht wegen des Prozesses, weiß der Insider zu berichten. Heard habe das Gefühl gehabt, sie sei schlecht behandelt worden. Nach dem für ihn erfreulichen Ausgangs des juristischen Streits begab sich Superstar Johnny Depp im vergangenen Jahr zunächst auf Tour und stand gemeinsam mit seinem guten Freund, dem inzwischen verstorbenen Gitarristen Jeff Beck, 78, auf der Bühne. Direkt im Anschluss daran habe sich der 59-Jährige in die Dreharbeiten zu seinem neuen Film Jandoberry gestürzt. Die Dreharbeiten zum Historienfilm seien für Depp herausfordernd gewesen, doch gleichzeitig sei der Darsteller aufgeregt wegen seines Comebacks, verrät die anonyme Quelle. Der Film Jandoberry der französischen Regisseurin Maïwenn, 46, wird am 16. Mai die diesjährigen Filmfestspiele von Cannes eröffnen, was in den Augen von Hauptdarsteller Depp perfekt sei. Auch der einstige Fluch der Karibik-Star soll sich seit dem Ende des Gerichtsverfahrens größtenteils im Ausland aufhalten. Johnny lebt seit dem Prozess in Europa. Er datet, hat aber keine Freundin, fügte der Insider hinzu. Verwendete Quelle: people.com